So, hallo, einen schönen guten Tag. Hallo. Wir haben 30 Bananen. Wie viel? Soll ich da 10 oder 15 Bananensamen? Ich mach mal 10 Bananenbäume da draus, ne? Ja, ja. So, dann haben wir jetzt 20 Bananen zum Verarbeiten. Ach, Murphy, schlaf gut. Recipes. Banane Ice Cream. Milchshake, Banana Pancakes. Das waren die, die so geil waren, ne? Mhm. Oder war das der Banana Pie? Nee, das war der... Oh, was hat er denn so wahnsinnig viel? Ich kriege schon wieder einen Anruf, unglaublich. This food has medium to low resistance to spoilage. War das der Banana Pie, der war so gut, glaube ich, ne? Der hatte so viel Wellness, ne? Aber der braucht 6 Bananen pro Kuchen. Okay, alles klar. Ich möchte das mit der vielen Wellness haben, das ist mir wichtig. Ich muss mal in die Tür zumachen, wegen Telefon. Muss ich gleich abhören. Das ist aber irgendwann anders jetzt gerade, glaube ich. Wer ist denn das? Ja, das ist ein erheblicher Unterschied. Die Stimme habe ich auf die Schnelle gar nicht erkannt, muss ich sagen. Okay. Wieso Ton, well? Ton ist doch an. Oder nicht? Was ist mit Ton? Ich hab Ton. Nee, bei mir ist Ton an. Das ist eine andere Munitionsart, okay. G4. Vielleicht können wir das noch ein bisschen verbessern. Nee. So, also bei mir scheint mich die Hälfte der Chat scheint mir nicht zu hören oder sie scheint mich gerade zu verarschen, was aber insofern nicht lustig wäre. Weil mein Mod da gerade mitmacht, weil Twitch momentan wirklich massive Probleme macht. Echt? Ja. Nee, ich habe keine also Probleme. Also im Twitch-Discord waren heute etliche davon betroffen, dass die sagen, mich können die Hälfte der Zuschauer nicht mehr hören. Dann einmal Browser neu starten. Mhm. Oder einen ganz anderen Browser benutzen. Weil sofern mich zwei hören können, müssen mich alle hören können. Ansonsten liegt es außerhalb meines Machtbereiches, sage ich mal so. Da kann ich nichts dran ändern. Neuladen hilft nicht. Dann kann ich dazu nichts. Geht nicht. Dann ist es Twitch ein Problem. Also Gotteshand hört mich. Dem glaube ich auch. Ich kann es nicht ändern. Ich übertrage mit Ton. Ich nehme auch mit Ton auf. Und wenn ihr nichts hört, dann... hier ist Ton. Mir sind die Hände gebunden. So. Ich kann da nichts dran ändern. Es tut mir leid. Dann müsst ihr euch das in der Aufnahme angucken, auf YouTube nachträglich. Geht nicht anders. Kann ich nichts machen. Ich wüsste jedenfalls nicht, was ich da machen soll. So, was brauchen wir jetzt? Animal Fat? Haben wir da noch... haben wir noch Teig? Nee, ne? Der Teig wird auch schlecht wahrscheinlich. Ach, weißt du was? Ich lasse das Laden machen, wenn er wieder da ist. Ne, der hat sich so gefreut, dass er uns den Bananenkuchen machen kann. Der hat bestimmt auch Lust. Ich lasse das Land machen. Das ist ja eigentlich auch nicht seine Aufgabe, aber sein Fachbereich, sag ich mal so. Okay. Ja, nicht? Hunting Rifle Parts. Hunting Rifle Parts. Ach, die Munition war schon fertig, ne? Die hast du hier schon. Ja. Okay. Das ist Mr. Drehbank.
Steel, Iron. Kein Stahl. Nee, kann ich nicht. Stahl, String, Eigner, okay. Kann ich nicht. Warum läuft's nicht? Weil kein Brennstoff. Ich stopp den Stream mal eben, starte ihn neu. Okay. Hunting Rifle, okay. Aber die haben wir da auch ein besser. So, okay. Uranium. Sind die hier drüben in besser? Da ist noch ein Barrel. Ja, Tommy, dann tut's mir leid, wenn du kein Bild hast. Hast du jetzt kein Bild mehr? Ich kann nichts dran ändern. So. Also. Wer ist der Beste? Ich hoffe, dass du wirklich keinen Ton und kein Bild hast, weil, wenn das ein Scherz ist, ist es gerade echt nicht mehr lustig, Tommy. Muss ich sagen. Das würde mich jetzt bei dir aber überraschen. Das ist eine sehr beschissene und unangenehme Situation gerade. Ich gerade ein massives Problem, oder was? Ja, wenn mein Mod sagt, jetzt hat er, nachdem ich den Stream gestartet und gestoppt und gestartet habe, jetzt hat er kein Bild mehr, dann will ich ihm das eigentlich glauben, weil wenn das ein Scherz ist, finde ich ihn gerade echt nicht lustig irgendwie so. Weil der springt gerade in den Rahmen des Spaßigen dann. Ja. Würde mich aber bei Tommy überraschen, wenn er das. Der weiß eigentlich, wenn es lustig ist und wenn es nicht lustig ist. Okay. Dann einen anderen Browser runterladen. Oder einfach auf YouTube weitergucken. Ich kann es nicht ändern. Ich bastel mal eine bessere Mauser. Ja, die ist besser. Also, wie gesagt, wir belassen das jetzt dabei, bei wem es nicht geht. Sorry, auf YouTube gucken. Es geht nicht anders. Also bei den meisten funktioniert es gerade. Danke für die Rückmeldung. Ja, es ist halt eh doof, dass Twitch da immer diese Probleme macht, ne? Aber eigentlich, seitdem wir jetzt auf Amsterdam umgestellt haben, sollte es eigentlich kein Problem mehr sein. Warum jetzt zwischendurch welche keinen Ton hatten? Ich habe es halt nur im Discord flüchtig gelesen, dass da ein, zwei Streamer wohl Probleme mit hatten. Also einer hat geschrieben, ja, die Hälfte schreibt mir irgendwie, ich habe keinen Ton, und die andere Hälfte schreibt, ich habe Ton. Und dann hieß es nur so, ja, manche wollen dich auch nur trollen oder so, und das habe ich heute nochmal erst gelesen. Naja, und jetzt breitet sich das anscheinend aus. Ich wäre mal dafür, dass sie mal wieder neue Hardware kaufen, ne? Wenn die immer mehr Zulauf kriegen, dann müssen sie natürlich immer nachrüsten, ne? Asrak, wie siehst du das? So, der Quality-Button bei den Affiliates ist ja teilweise auch nicht immer da. Am Anfang war der halt immer da. Asrak? Ja. Wenn du jetzt sagst, kein Ton, ne? Dann jage ich dich gleich mit der Sniper über den Haufen. Nee, ich hab gerade Rambazamba hier. Okay, alles klar. Probier gerade mal die neue Mauser. Das macht sich schon ganz gut. Hm, die testet Tomi gerade, die testet Asak gerade, John. Kannst ja, guck da mal. Komm. Die Mauser hatte mehrere Schuss, ne? Oder? Die oder hat die immer nur Einzelschuss? Nein, die hat fünf im Magazin. Die Mauser hatte ich, glaube ich, in der letzten Horde sogar getestet. Ich habe zwei blaue Mauser gefertigt, die sind jetzt in der Waffenkiste und die laufen auch ganz gut. Ist halt schön, dass du dann direkt nachschießen kannst, ne? Peng, peng, peng. Und das ist dann schon mal ein bisschen besser. Die ist ganz unangenehm. Ich bin gerade im AKW und Ah ja, gut. Guck mal, da ist der Trubi, den ich kenne. Bild und Ton ist okay, Well. Jetzt müssen wir nur noch über den Spielstil reden. Das ist der Mod, den ich kenne. So mag ich sie. Weißt du? Immer ein bisschen frech. Uns fehlt
tatsächlich der Rahmen für die 44er. Okay, schade eigentlich. Ja, ich baue mal den Griff schon mal zusammen. So, dann fehlt jetzt tatsächlich der Rahmen. Jetzt schon wieder eine. Mir hier noch die Konsole kaputt hauen. Das wäre ärgerlich. Das würde mir noch fehlen. So, ich habe gerade versucht, irgendwie aus einer langweiligen Kulisse einen interessanten Screenshot zu machen. Mal gucken. Mhm. Ich schlage hier mit dem Elektroknüppel auf die, genau, auf die Munitionswerkbank. Ich hoffe nicht, dass die geht die kaputt. Nee, ne? Ich habe da nicht drauf geschlagen, oder? Oh doch, ich habe da drauf geschlagen. Verdammt. Oh, jetzt habe ich gerade einen kurzen. Wo haust du jetzt nicht unsere wertvolle Bank kaputt, oder? Nein. Gut. So, ich nehme an, bei dir läuft wieder alles. Bild, Ton, Emotionen, ja. Alles gut. Warte mal. Apropos Gegacke, da kümmert sich ja eh im Moment keiner drum. Ah, die sind auch am Verdursten. Haben wir noch Schwarzpulver? Ja, ist noch da. Hm? Kannst du mal ein bisschen Munition herstellen? Welche? Was du magst. 762. Hab ich. Okay. Stelle ich dann gleich nochmal neu her. Ja. Komm mal kurz nach Hause. Ist was schiefgelaufen? Mhm. Was hast du denn gemacht? Die Werkbank ist beschädigt. Ja. Ich fahre jetzt mal nach Hause und hol Forged Iron und Stahl, weil ich nicht weiß, mit was ich die repariere. Das zeigt dir an, wenn du sie reparieren willst mit einem Wrench oder mit einer Steinaxt, was dann fehlt. Das siehst du rechts, läuft das. Ja, ich bin jetzt schon auf dem Rückweg. Ich meine, er hat nichts angezeigt, oder? Nimm dir von allem was mit. Elektro, ja. Elektronik, Totenteufel. Ich meine, er hat nichts angezeigt. Ich hoffe, dass unsere Munition dann noch drin ist. Das hoffe ich auch. Ja, wir haben zur Not auch noch ein zweites AKW, aber ich will die Munition wieder haben. Ja, aber die andere Maschine ging ja noch auf. Ich glaube schon, dass der Strom dafür noch reicht. Ich soll einen Generator mitnehmen sonst. Kann ich machen. Muss ich dafür diesen mobilen Generator? Nee, ich kann eine normale Generator Bank, kann ich doch eigentlich herstellen, ne? Ja, genau. Wofür ist denn dann dieser mobile Generator? Der ist einfach besser. Ach echt? Hm?
Ne? Mhm. Alkentore. Du kannst mehr Treibstoff reinpacken, etc. pp. Okay. Ja gut, das Ding kostet aber auch richtig was. Ne? Ja. Scarafas, wir haben deswegen so viel... dreimal Schwarzer Kater hat gefragt. Die Kacke ist für den Moonshiner als Biogas und natürlich für Dünger. Wobei wir den Moonshiner noch gar nicht aufgestellt haben. Wieso eigentlich nicht? Das weiß ich nicht. Ich führe hier nicht den Haushalt. Ich guck mal, wo der Moonshiner ist. Boah, Flutlicht. Black Ice! Danke für den Follow. Ich kann nicht verdient nach der Aktion eben. Ja, genau. Follow zurücknehmen, ich nehme den. Astra nimmt auch rein. Ja. So, wo zum Teuer. Wo ist denn der Moonshiner hin? Wo haben wir den denn? In der Ressourcenkiste ist er nicht. Wo ist der hin? Ich habe einen Moonshiner gebaut. Der kann nicht weit weg sein. Nukula, das Wort heißt Nukula. Gibt es da eigentlich Clips von? Das ist der Geigerzähler. Kann sie gar nicht mehr gut machen, ja. Hier ist der Moonshiner auch nicht drin. Nochmal in aller Ruhe gucken. In der ersten Hilfe ist er nicht. Ich brauche doch nur den Generatorbank. Wenn ich die daneben stelle, kann ich doch das Ding direkt anschließen. Ja, genau. Okay, alles ja, klar. Ja. Ich habe ein Wire-Tool mit. Aha. Nimm noch was zum Reparieren mit. Ich habe Mechanical Parts, Electrical Parts, Electronic Components, ich habe Forged Iron und ich habe Stahl mit. Das wo stellen wir den Moonshiner reichen. Hin? Ich habe keine Ahnung, wie groß der ist. Auf dem Dach ist noch Platz. Okay, weil wir brauchen noch den Gastank und der ist groß. Der ist richtig groß. Und ich nur noch ein bisschen Holz mit. Wer weiß, vielleicht funktioniert das Ding Plastik auch vielleicht? Nimm alles mit. Nimm von jedem was mit. Wenn dir Plastik fehlt, ärgert es dich Grünbrau. Nimm von allem was mit. Duct Tape nehmen auch mit. Scheißegal. Plastik. Hm? Plastik, Elektrik, Elektronik, ja, Forged Iron, Forged Steel, Eisen. Nimm Federn mit, also Eisenfedern. Holz müsstest du mitnehmen. So halt, ne? Gas. Der Gastank. Den brauchen wir. Der ist groß. Was? Wir haben die Gassachen im Keller, schreibt Arcanum gerade. Um Gasleitung nach draußen zu legen für Feuerfallen. Ja, die. Oh, es wäre vielleicht eine Idee, dass wir die im Keller legen. Wir wollen ja den Moonshiner betreiben, oder? Also, eine vernünftige Alkoholbrauerei ist eigentlich meistens auch im Keller. Ja, ich hätte gerne kurze Wege von... Ja, wieso? Keller ist doch eine Treppe hoch. Ob du jetzt eine Leiter nach oben oder eine Leiter nach unten gehst? Ist doch ein kurzer Weg, oder? Ja, du musst die Gasleitung noch rechnen. Das heißt, du musst dann unten nochmal verbreitern den Gang. Wieso? Du kannst auch die Moonshiner und die Gastanks in den Keller stellen. Du brauchst eine funktionierende, bestehende Gasleitung. Die muss ja irgendwo liegen. Die musst du langlegen. Ja, die ist ein Block groß. Ja, wenn du die auf dem Dach hin langlegst oder im Keller, kommt auch selber raus, oder nicht? Wo ist denn da der Unterschied?
Also, wenn du dir das Ding in den Keller legst und willst Feuerfallen oder sowas haben, dann musst du die ganze Strecke bis rüber zu dem Haus, wo die Fallen gelegt werden müssen, das haben. Außerdem... Ja, vielleicht möchten die für die Feuerfallen hier um unser Haus mal bauen. Irgendwo kann ja auch sein. Wo wir denn wohnen, könnte man ja auch mal. Okay, pass auf. Also, das ist ja nur so als Anmerkung. Der Gastank? Nur wahrscheinlich ist es dann praktischer, wenn man den Gastank im Keller hat, als wenn man ihn auf dem Dach hat. Ich meine ja nur, ich weiß es nicht, mir ist egal. Den Mondscheiner mal auf dem Dach mit dem Gastank und wenn wir unten eine Verteidigung bauen wollen, bauen wir unten einen extra Gastank. Da kannst du nämlich mal sehen, wie schnell der leer ist. Okay. Oh, mach wie du magst. Weil der ist billig. Der kostet nur ein bisschen Forge-Iron und ein paar Rohre und dann ist der gebaut. Ja, das ist nicht das Teure. Das Teure war der Mondscheiner. Nicht der Gastank. Der Gastank, der ist schnell fertig. Mir war echt nicht klar, dass ich auf dieses Ding einprügel gerade. Ja, ich hab's Geräusch gehört. Ich hab's aber nicht... Ich weiß nicht. Asra hat eine unerschöpfliche Geduld. Der schließe ich mich an. Wie kommt denn jetzt da drauf? Der Kontext fehlt mir jetzt gerade ein bisschen. Also ich vermutlich, das bezieht sich immer noch auf mein Munitionswerksbankproblem. Könnte ich mir vorstellen. Ja, nimm halt mal alles mit. Irgendwas wird schon dabei sein, um es zu reparieren. Ist ja nicht so, dass mir das nie passiert wäre, dass er auf irgendwas draufgehackt hat, aus Versehen. Ich kenn das ja. Ja, aber nicht für einen Screenshot. Das war nicht für einen Screenshot. Ja, du machst ja immer gern Screenshots. Ich mach keinen. Das ist aber nicht schlimm. Ist doch alles da. Was ist noch alles da? Ist alles da? Forged Iron und ein Holz. Ein Forged Iron und ein Holz. Na, dann ist ja alles gut. Kann ich irgendwas wegschmeißen hier? Ein richtiger Moonshiner geht in den Wald, Fluss. Aha, alles klar. Gabriel, grüß dich. Ein richtiger Moonshiner. Der lädt nicht die Welt dazu ein, zu gucken, wo er seinen Moonshiner aufbaut. So. Ach, schade. Schade. Tasubu schreibt, schade. Ich habe die Munition rausbekommen. Sag mal, Tommy, du gibst doch dem Clear Red öfter mal so Timeouts, ne? So just for fun. Aber ganz ehrlich, das macht dich doch auch nicht so richtig an, oder? Du kannst da gerne mit Tasubu machen, was du möchtest. Sollst ja auch mal ein bisschen Spaß haben. Ich meine ja nur. Mach das mit Tommy aus. So. Das wäre 800 Schuss. 800 Schuss wäre jetzt echt ätzend gewesen irgendwie. Aber ich habe nicht damit gerechnet, dass die Munition noch drin ist. Ja, ist doch super. Und der hat die in der Zeit, wo das, der Apparat kaputt war, sogar umgewandelt, ne, in Depleted Ural. Also im Prinzip... Ah, der hat weitergemacht, okay. Das hat ihn gar nicht so gestört. Nee, also sonst hätte ich da ewig warten müssen. So war viel einfacher. Oh Mann. Okay. Ich erfülle nur Glückwünsche. Okay, alles klar, Tobi. Dann... So. So, wir sind bei 23 Minuten. Ich habe hier die Situation noch gerettet und ich habe ein fantastisches Screenshot und eine Geschichte, da könnte ich meinen Enkel noch von erzählen. Naja, dafür muss ich erstmal eigene Kinder haben, aber es ist eine andere Geschichte irgendwie so. Fantastisches Glück, so würde ich das auch sehen. Ah, Duct Tape brauche ich dafür. Ich habe 6 zufälligerweise bei mir, kannst du gleich wieder kriegen. So, dann baust du in der nächsten Folge den Moonshiner auf, dann gucke ich mir den mit an. Ja, alles super. Klar. Freut mich. Jo, okay. Bis dann. Ciao. Tschüss.